Hallo ihr Lieben, heute drehe ich wieder mal ein Tutorial für euch und zwar mit dieser Palette von Estée Lauder. Das war, glaube ich, die Holiday Eyeshadow and Face Palette. Das gab mal im Winter, denke ich. Und ich dachte, da ich sie noch nie benutzt habe, so sieht die aus. Werde ich heute mal ein Tutorial für euch machen. Und zwar sieht die dann so aus. Ich habe fast alle Farben aus dieser Palette benutzt. So, dann fangen wir gleich mal damit an. Meine das Auge habe ich schon mit dem Primer von wie heißt es? Art Deco vorbearbeitet oder gearbeitet oder wie man dem auch sagt. Tut mir leid. Ja. Als erstes nehme ich diese Farbe aus der Palette und diese hellrosanen Lidschatten. Ich klopfe es ein bisschen ab und dann wird das nur im inneren Teil angewendet. Den äußeren Drittel und den inneren Drittel lasst ihr aus für die andere Farbe. So. Dann nehmt ihr diesen Braunton beige Lidschatten und das verwendet ihr für den inneren Drittel und dann kommen wir schon eigentlich zu den äußeren Teil und zwar nehmen wir dann diese dunklen Bärenton. Und mit dem zeichnet ihr den äußeren Drittel nach und in der Lidfalte. Dann verblendet ihr das Ganze wieder gut. So. Dann ist mein Pinsel. Dann nehmt ihr wieder diesen ersten Ton, den wir genommen haben, und das verteilen wir ein bisschen. Da, mit dem verblenden wir diese harte Linie hier. Dann nehme ich als Highlighter diesen weißen Lidschatten hier. So.
und für den Inneren. Ich sag mal, den inneren Teil verwende ich auch diesen weißen Lidschatten. So, und dann zeichnen wir, wo sind die? Am unteren Wimpernkranz mit dem Schwarzen nach. So, und mit dem Bärenton tut ihr dann den Schwarzen ein bisschen verblenden. Tut mir leid für den Hintergrund, aber ich bin am Umziehen. Wir brauchen eine größere Wohnung und ja, darum liegt jetzt ein bisschen alles herum und ist nicht aufgeräumt. So, jetzt werde ich meine den flüssigen Eyeliner auftragen. Und ich probiere. Ich versuche eine feine Linie zu ziehen. So, dann werden die Wimpern noch geformt. Dafür benutze ich meine Wimpernzange von Tweezerman. Dann tusche ich mir die Wimpern mit dem falschen Wimpern Volume Express von Maybelline Jade. So, dann betone ich noch den äußeren Winkel von den äußeren Winkel mit diesem Schwarzen hier.
So, dann ziehe ich noch mit Kajal den oberen Wasserlinie nach. Und am unteren. Ups. So. Und da es in dieser Palette noch einen Blush hat, benutze ich den Blush auch gerade von hier. Male mir einen schönen Apfelbäckchen. So. Oh, was ich noch vergessen habe, ist meinen Concealer aufzutragen. Und zwar benutze ich den Garnier Roll On. Nur ein bisschen. Und dann verblende ich mit dem Concealer Brush von Evelyn. So, das war's mit dem Augen-Make-up und zu den Lippen, da habe ich von L'Oreal COS, die Marke oder die Serie COS oder wie man das ausspricht, 501 in Nude Ingenieur oder so etwas. Ingenieur oder ich kann nicht Französisch. Trage ich das auf. Und fertig ist das Augen-Make-up. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns bald wieder. Bye!